Wann bist du denn das erste Mal dem Kabarettisten Wolfgang Neuss begegnet? Ach, da war ich noch ein Stöppi. Da war ich vielleicht 17 oder sowas. Da ist er irgendwo in einer Aula aufgetreten, damals noch mit seiner Pauke, in der Grünthaler Straße im Wedding, Gesundbrunnen. Und ich habe nicht viel verstanden, weil das erstmal ging das in einem Tempo, eine Pointe jagte die nächste wie ein Kettenraucher, als ich gleich am Glimmstängel die nächste anzündet. Und ich war aber fasziniert von diesem Tempo, von dieser. Ich dachte mir, so muss Großstadtkabarett sein. Und als ich dann später beim Abend angefangen hatte, da hatte der Neuss eine Kolumne, Neuss vom Neuss, meistens zu den Filmfestspielen oder Theaterwochen. Also, und damals hatte er gerade seinen zweiten Film gedreht, Genosse Münchhausen, der nicht so doll war und auch nicht so gut Aber lief. dafür hast du geworben und dann hast du ja auch Pointen erfunden, die er übernommen hat. Darauf Ja, das musst du war doch eben stolz diese gewesen sein. Kolumne, die habe ich dann geschrieben für ihn. Und er hat abends auf der Bühne, er hat dann so eine kleine Konferenz gemacht, um den Zuschauerstrom da ins Kino zu locken. Hat immer 10 Minuten vorher was gemacht mit der Trommel und mit der Pauke. Und da hat er meine, und ich damals war 19 Jahre alt, ich habe mich hier bauchpinselt gefühlt, dass der große Neues. Ne? Und daraus ist eine ziemlich lange Freundfeindschaft geworden. War er dein Mentor? Nur was, also nicht als, eben in diesem Tempo Pointen und keine Rücksicht zu nehmen auf das Publikum, sondern so, dass ein Gang ins Denken eingeschaltet werden muss, wo man dann auch wirklich, entweder man schaltet ab, dann hat man nicht mehr davon, oder man folgt dem und gerät in eine gewisse Atemlosigkeit und das hat mir immer großen Spaß gemacht. Was konnte er denn besonders gut und was hast du von ihm gelernt? Was konnte er besonders gut? Saufen. Das hast du Und von das ihm habe ich dann von gelernt. ihm gelernt. Immerhin. Da konnte er gut Texte machen, konnte er gut Er war reagieren, war kein er guter Texter. schnell. Er hatte viele Texter, die für ihn geschrieben wurden. Das galt dann immer. Er hat natürlich auch einige Texte selbst geschrieben, aber die Art seines Vortrags war eben. Er kam zwar aus Breslau, da ist er geboren, aber das war ein berlinisches Großstadtgewächs und der hat ja erst in Kriegsgefangenschaft damals mit ganz blöden Witzen angefangen und das später dann sich politisch entwickelt, unter anderem durch den Eckart Hachfeld, den Vater von Volker Ludwig und Rainer Hachfeld, der ihm dann die ersten Texte geschrieben hat. In Hamburg war das noch. Und das heißt, ihr wart richtig befreundet und habt euch auch oft gekracht später. Wir waren nicht befreundet. Mit Wolfgang Neuss konnte man nicht befreundet sein. Man konnte ihn bewundern und das verlangte er auch eigentlich. Und ich fand ihn auch ganz toll. Die menschliche Seite möchte ich jetzt nicht kommentieren, die war manchmal doch sehr unangenehm.